Hallo Freunde, ich habe eine Schnellschachpartie gespielt und dabei kam eine Eröffnung aufs Brett, die ich schon lange nicht mehr auf dem Brett hatte, die ich aber früher unglaublich geliebt habe. Und ob mir das geschadet hat oder ob mich das beflügelt hat, das zeige ich euch jetzt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Jürgen, der Schachstratege, und auf meinem Kanal geht es hauptsächlich um Schachstrategie und ein bisschen um Endspiele. Wer Taktik sucht, der kann gerne auf meinem Zweitkanal vorbeischauen. Und jetzt kommen wir zur Partie. Ich hatte die weißen Steine und ihr seht oben und unter dem Brett die Zeiten eingeblendet. Das heißt, ihr seht immer direkt, ja, wie viel Zeit ich verbraucht habe, respektive der Gegner. Eine 15 Minuten plus 10 Sekunden Partie und gespielt habe ich gegen Wladimir Nolotow 2230. Okay, und zwar D4 Springer F6 C4. Und hier habe ich mich mal wieder für Springer F3 entschieden, ja? Mal einfach mal dieses standardmäßige nimm zu indisch mal einfach mal vermeiden. Mal gucken, was kommt. Springer F3 und jetzt ist ja hier so D5 mit Damengambit sehr, sehr häufig. Aber mein Gegner spielt die ganz alte klassische B7, B6 Variante, sogenanntes Damenindisch. Habe ich wirklich lange nicht auf dem Brett gehabt. Fand ich schon mal super. Ich fianchettiere um, ja, dieser Läufer wird ja früher oder später hier auf B7 wahrscheinlich erscheinen, damit ich eben einen Gegenspieler habe, der auf dieser Diagonale entgegenwirkt. Er spielt auch Läufer B7. Es gibt auch viele Varianten, die fangen mit Läufer A6 an. Da kommen andere Stellungsbilder raus. Können wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das würde den Rahmen völlig sprengen. Aber Läufer B7, dann stelle ich mich entgegen. Und auch hier wieder, ja, Läufer B4 Schach ist zum Beispiel eine Hauptvariante, damit ich den Läufer nach D2 stellen muss. Und dann zieht der Läufer nach E7 zurück. Und dann sagt Schwarz hier, der Läufer auf D2, der schadet dir mehr, als dass er dir hilft. Und ja, kann man absolut machen, auch okay. Läufer E7 ist so der ganz alte, klassische Hauptzug und alles in Ordnung. Rochade, Rochade. So, und jetzt ist, naja, Springer C3 wäre eine der Hauptzüge. Aber dieses Gambit D4, D5, ah, das habe ich früher über alles geliebt. Das habe ich sogar in Turnierpartien ja, mehrfach angewandt und auch sehr, sehr erfolgreich angewandt. Es ist ein Bauernopfer, aber man bekommt interessantes Gegenwert und zwar in Form von aktives Figurenspiel. Nun, zunächst einmal, Schwarz nimmt diesen Bauern an, denn er ist ja häufiger auf dem Punkt D5 drauf als ich. Aber die Idee ist eben, dass dieser Bauer jetzt, der auf D5 geschlagen hat, das Feld F5 nicht mehr bewacht. Ich spiele Springer H4, der Springer möchte nach F5 und wir nutzen diese Fesselung, diese Gegenüberstellung dieser Läufer aus. Und damit, ja, so ein kleiner Beweis, ich habe ja schon öfter mal erwähnt, wenn diese Läufer sich gegenüberstellen, ist es häufig für Weiß sinnvoll, diese Läufer auf dem Brett zu halten. Weil dieser Läufer doch hier meist deutlich mehr Druck macht. Okay, jetzt möchte ich nach dahin. Schwarz möchte mit C6 diesen Bauern behalten. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt droht hier sogar das weitere Schlagen und D7, D5. Also nehme ich hier auf D5. Springer schlägt D5. Und Springer F5. Da bin ich auf meinem Feld angekommen. Und hier gibt es natürlich auch noch verschiedenste Herangehensweisen. Zum Beispiel so der Klassiker, dass dieser Läufer hier wegzieht. Und dieser Springer nach E7 geht, das ist nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten. Aber das war so der Klassiker, der in einer berühmten Kortschnoi-Partie vorkam. Eine Partie, die ich damals natürlich in- und auswendig kannte. Ich weiß nur noch, dass ich diese Fortsetzung, dieses Opfer, denke, so, was ist das denn? Ah, aber jetzt geht B4. Und, oh, da müsste ich ja mit einer Variante zeigen. Ne? Oh, Entschuldigung. Dass das hier Springer G7 geht und B4 kommen kann. Und jetzt ist dieser Läufer weg und wenn der schlägt, kommt halt hier dieses Schach. Die Idee ist, ich habe diesen schwarzfälligen Läufer und der könnte auf den schwarzen Feldern entweder von B2 oder von H6, je nachdem, ja, der könnte schon sehr, sehr unangenehm wirken. Und das war so die Stammpartie dieser besagten Kortschnoi-Partie. Hier in der Partie kam es etwas anders. Und zwar spielt mein Gegner jetzt sofort
den Springer nach F6. So, den finde ich, ja, geht natürlich, ist auch schon, ne, mehrfach und dutzendfach gespielt worden, kein Problem. Der weiße Aufbau ist im Grunde immer gleich. Ich möchte mit E4, jetzt ohne Tempo, weil der Springer schon weggezogen ist, ja, aber nach E4 muss der Springer wegziehen, dann kommt der Springer raus. So, jetzt hier E4, den spiele ich jetzt auch, genau. Und dann ist CD Springer raus, vielleicht den Turm hier hin, entweder den Läufer hier hin, mit dem Springer. Ich kann hier auf dieses Feld gehen. Ich kann aber auch versuchen, mit F4, E5 diesen Springer ganz zurückzutreiben und mit Dame G4 mich hier auf diesen G7 draufstürzen. Das muss man so ein bisschen gucken, wie der Gegner spielt und wie der Gegner reagiert. Aber grundsätzlich habe ich sehr viel Raum als Weg, als Gegenwert für diesen Minusbauern, den ich ja jetzt habe. Und Schwarz spielt normalerweise D7, D5. Einfach um, ja, im Zentrum gegenzuschlagen, ja, und dann spielt man hier Springer C3, nur eben als eine kleine Probevariante, ja, dass das jetzt hier so zum Beispiel weitergeht. Und man hat hier verschiedenste Aktivitäten. Man hat hier diese Aktivität. Man kann im Zweifelsfall auch mit dem Springer zurück diesen D5 einfach schon gewinnen. Also Nachteile hat Weiß hier in keinster Weise, aber Schwarz kann sich hier eben auch verteidigen. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass das alles Gewinn für Weiß. Keineswegs. Aber mein Gegner spielte hier den Zug G7, G6 und der sieht schon komisch aus. Warum? Naja, mein Springer ist angegriffen und ich kann hier diesen schwarzfälligen Läufer einfach entfernen. Nicht nur, dass ich den Läufer gewinne, auch nach G7, G6 entstehen ja hier totale Löcher und Lücken auf den schwarzen Feldern. Das sieht komisch aus. Ne? Aber bevor ich mich jetzt hier mit dem Läufer auf irgendwas einstürze, erstmal den Klassiker Springer raus, ja, Springer vor den Läufern rausziehen, hier im Zentrum noch einen Einfluss wieder haben. Und dann kann ich mir immer noch entscheiden, will ich den Läufer nach G5, nach H6, wohin auch immer stellen. Mein Gegner entwickelt sich, das macht Sinn. Und ich dachte mir, okay, ich entwickle meinen Läufer und ich gehe nach G5. Und damit nutze ich natürlich hier super direkt diese Fesselung aus, dass der Springer gefesselt ist, durch G7, G6 auch nicht gedeckt ist. Ja, vielleicht kann ich hier mal mit F4, E5 zum Beispiel den hier angreifen, ja, oder mit Turm E1, E5. Vielleicht kann ich mit Dame F3 den Druck verstärken. Man hat hier sicherlich einige Möglichkeiten. Ja, diese Fesselung hier ist schon so ein bisschen unangenehm. Er sollte also direkt rausgehen, was er auch macht. Er geht nach E6. So. Er droht aber auch nichts, das muss man auch dabei sagen. Das heißt, ich habe im Grunde noch ein bisschen Zeit und Platz und Raum für meine Figuren, mir zu überlegen, wie stelle ich meine Figuren jetzt wohin? Möchte ich mit F4 spielen? Möchte ich mit Turm E1 spielen? Wo geht die Dame überhaupt hin? Und welchen Turm stelle ich nach E1? Weil wenn ich mit F4 spiele, ist vielleicht der A-Turm auf E1 besser als der F-Turm. Andererseits bis ich dann brauche ich einen Zug länger, um den Turm dahin zu stellen, um vielleicht mal eine Drohung zu haben. In der Zeit hat Schwarz dann ja vielleicht auch wieder irgendwas Sinnvolles vorbereitet hier. Hoppla. Den hier vielleicht, ja. In Verbindung mit Läufer A6 wird dieser Turm hier auch öfter mal angegriffen. Das heißt, in der Praxis steht er trotzdem häufig da. Ja, also ist noch alles drin. Ihr seht, beide Seiten haben alle ihre Figuren im Grunde draußen. Ich habe etwas mehr Raum und durch die geschwächten schwarzen Felder meine Kompensation. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen nachgedacht. Ich habe mir gedacht, spiel mal Turm E1. Ich habe hier sofort den Druck oder die Idee zumindest, den ra weiteren Raumvorteil zu kreieren und er verhindert das mit D6. Und ja, geht natürlich. Wie gesagt, aber jetzt ist D5 als Variante auch schon nur noch schwierig, weil jetzt der Turm die Dame angreift und die Dame ja nie schlagen kann wegen dem Springer und alles. Und deswegen ist hier D5 halt nicht mehr so richtig möglich. Und nach D6
Naja, ich habe halt meinen Raumvorteil behalten. Trotzdem muss ich natürlich gucken, wie geht's weiter? Der Turm vielleicht nach D1 mit der Verdopplung hier irgendwie den D6 unter Beschuss nehmen. Ja, und dann kam ich auf die Idee, Dame D4 zu spielen. Ich greife einfach den hier an. Ja, warum nicht? Ne? Ich habe ja einen multifunktionalen Zug. Ich greife was an und bereite noch was vor. Aber ich habe so ein bisschen gezögert. Ihr seht es auch am Zeitverbrauch. Ja, irgendwann kann hier vielleicht mal so ein Zug wie C5 mit Gegentempo kommen. Und dann ist der Läufer frei auf den E4. Dann hat der Springer hier auf B4 vielleicht ein Feld, wo er gedeckt ist und von dem er aus irgendwo in mein Lager gucken kann, ja, und so weiter und so fort. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Aber erstmal ist der Springer angegriffen, der zieht hier hin. Ei, jetzt habe ich schon wieder ganz lange überlegt, glaube ich. Also ich habe jetzt eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen überlegt habe, weil so gefühlt stehe ich gut. Ja? Aber ich habe so viele Möglichkeiten, dass ich dann immer die Befürchtung habe, dass bei sowas, dass ich in Schönheit immer sterbe. Also so Kandidatenzüge wie Turm AD1 oder F4 oder H3 oder vor allem auch Läufer H3. Denn diese Festung hier, die hat mich auch ein bisschen beschäftigt hier. Schauen wir mal eben. Wenn ich jetzt Läufer H3 zum Beispiel spiele, der ist angegriffen. Und den ist ja auch schon schwierig mit Decken, weil wenn er den einfach nur deckt, kann ich mit F3 den angreifen. Und spätestens dann müsste er mit Dame E5 aus der Festung rausgehen, meine ungedeckte Dame als Gegenangriffsziel nehmen. Und dann könnte es, ja, kriegt er halt ein Tempo. Wenn ich jetzt hier schlage, schlägt der Springer zurück, jetzt hängt der F3 wieder mit Gabel und so weiter und so fort. Alles, er könnte natürlich auch hier sofort Dame E5 spielen. Und immer, er kommt aus dieser Nummer raus, weil meine Dame auf D4 ungedeckt ist. Und das ist dann am Ende des Tages der Grund, dann habe ich halt Turm AD1 gespielt. Ja, auch hier wieder 3 Minuten ist ein bisschen viel, aber ich wollte halt mal gucken, ob es hier taktisch schon irgendwas geht. Ja. Ich greife den D6 an, ich decke vor allem meine Dame. Jetzt ist Läufer H3 nämlich wirklich eine Drohung. Und er spielt F7, F6. Den hat er sogar geprimoved. Da war ich etwas überrascht, weil ein ziemlich hohes Risiko ist. Ne? Ich hätte ja alles Mögliche machen können. Aber gut, er greift den hier an. Ich kann hier auch nicht nach H6 wegen dem Springer. Ja, er stützt nochmal das Feld. Er kontrolliert oder verhindert, dass mein Läufer das Feld D8 kontrolliert. Ich muss mit dem Läufer zurück. Mit dem habe ich natürlich aber auch gerechnet und bin dann hier nach C1 gegangen. Hier stehe ich meinen Türmen nicht mehr im Wege. Beide Türme sind schön zentralisiert. Das gefällt mir. Und ja, jetzt drohe ich immer noch wieder den. Und er hat C5 gespielt. Ja, wie ich eben schon befürchtet hatte, ja, mein Tempo gewinnen, der Läufer ist aktiv. Wo gehe ich mir Dame hin? Wenn ich jetzt nach D3 gehe, kriegt er halt noch ein weiteres Tempo. Ja, und wenn ich jetzt als Beispiel weggehe, könnte er entweder mit Läufer A6 oder mit C4 hier sich hier einen Stützpunkt für seinen Springer schaffen. Und dann wäre meine Koordination natürlich komplett gestört. Das geht gar nicht. Ne? Oder das möchte ich natürlich zumindest nicht. Und deswegen bin ich dann am Ende direkt nach D2 gegangen, damit er kein Tempo mit Springer, Bauer, irgendwas hat. Und ja, er stellt den Turm nach D8 und zentralisiert sich, deckt hier den auch. Ach ja, genau, das wollte ich noch zeigen. Ich könnte natürlich hier auf D6 den Bauern nehmen. Und das ist jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht. Habe meinen Bauern zurückgewonnen, habe immer noch den schönen Bauern im Zentrum, kann den Springer hier vertreiben, ich kann hier verdoppeln, ich habe das Läuferpaar. Also ein kleiner Vorteil bleibt hier immer über. Bleibt halt immer die Frage, wie groß ist dieser kleine Vorteil? Ja, wenn hier so ein bisschen getauscht wird und so, ja, krieg ich das verwandelt oder ist das zu dünn für meine technischen Fähigkeiten? Ja, also ich habe mich dazu entschlossen, ich denke, das macht man nicht. Halt mal die Dame auf dem Brett und versuch nochmal irgendwie ein bisschen Aktivität zu behalten. Dieser Bauer läuft ja, seien wir ehrlich,
im Regelfall auch nicht weg. Natürlich kann er den decken, was er ja jetzt hier auch gemacht hat. Aber der kommt halt selten vorwärts, ne? Weil ich natürlich auch extrem häufig drauf bin auf dem Feld, sodass er den Bauern nicht auflösen kann. Und selbst wenn ich den nicht zurückgewinne, dann ist es halt so, ne? Aber ich habe noch Aktivität. Und ja, hier, ihr seht ja, die Zeit wird langsam schon dünner. Ein bisschen fehlende Spielpraxis und Entscheidungs- und Freudigkeit. Ja. Ich habe hier wieder viele Möglichkeiten. Springer D5. Ich könnte F4 spielen. F4, um das Feld zu kontrollieren, damit der Springer halt nicht dahin kann. Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch eine sinnvolle Variante gewesen, zumindest. Und einfach mal den Springer hier vertreiben. Und ja, dann kann ich immer noch überlegen, oh, was mache ich jetzt mit dem? Jetzt kann ich hier meinen Läufer nach B2 stellen. Er zentralisiert sich auch. Wir haben eine ganz normale Stellung, aber seine Figuren sind eben passiv. Wobei der Läufer geht eigentlich. Ne? Ich habe natürlich hier grundsätzlich ein schönes Vorpostenfeld. Dann wird dieser Läufer, diese Diagonale, und das betont dann immer wieder, dass ich diesen schwarzfeldigen Läufer habe und er nicht. Ja, und da habe ich sicherlich gewisse Gegenwerte. Ne? Natürlich nichts Entscheidendes, aber Gegenwerte. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist Springer D5 auch eine Idee, weil er eigentlich nicht so richtig gut hier nehmen kann. Dann schlägt der Bauer zurück. Ich zeige es mal eben. Jetzt habe ich wirklich das Läuferpaar gegen das Springerpaar. Okay, die Stellung ist verhältnismäßig geschlossen. Aber erstens kommen meine Läufer natürlich auch hier schön zur Wirkung, in Anführungsstrichen. Ja, wenn der Läufer hier hingeht. Oder ich kann mit dem Turm auf E6 schönes Einbruchsfeld, ein Vorpostenfeld nehmen. Der, ne? Springer steht noch am Rande. Andererseits, ja, wenn irgendwas auf E6 auftaucht, kann er ja vielleicht mal hier mit Springer C7 ein Tempo zurückgewinnen. Ja, also klar ist es nicht. Ich glaube schon, dass ich hier leicht besser stehe. Zumindest in der Praxis vielleicht angenehmer als Kompensation für diesen Bauern. Ne? Aber klar ist hier noch überhaupt nichts in dem Sinne. Und mein Gegner tauscht hier auch nicht, sondern spielt sofort den Springer hier hin. Okay. Jetzt könnte der Springer vielleicht mal hier hinkommen. Aber naja, ich muss ja auch mal jetzt hier irgendwie mal zu Potte kommen. Jetzt habe ich mich mal zu F4 durchgerungen. War vielleicht ein kritischer Moment. Also mein Gegner ist nach F7 gegangen. Das ist, glaube ich, einfach passiv. Wir gucken mal eben. Zwei Varianten, die ich während der Partie dachte, ist Springer C6. Ich wollte mit der Dame nach C3 den Springer hier angreifen. Und ja, wenn der jetzt hier irgendwie gedeckt wird, die Dame steht hier schon auf dieser Diagonale, ja, für den hier. Ich hatte jetzt hier auch gedacht, dass ich hier immer so einen Zug wie F4, F5 als Motiv habe. Weil wenn er mit dem Bauern schlägt, jetzt wollte ich raffiniert spielen mit Läufer H3, diese Festung ausnutzen und den Läufer auf F5 parken und dann hier schon ins gegnerische Lager reinstrahlen. Ja, ich habe einen Isolani dabei, aber ich habe immerhin aktive Figuren. Das war so eine der Ideen. Und immerhin sind ja hier die schwarzen Figuren hier am Damenflügel, ne? Und ein bisschen abseits, dass ich dachte, ich komme hier vielleicht so Richtung Königsangriff dann hier irgendwie auf die Seite oder so. So als Grundgedanke. Und er hätte natürlich aber auch nach C6 gehen können. Das war vielleicht, und dann verstopft er hier die D-Linie. Das ist wahrscheinlich ein guter Zug für ihn. So hätte er zumindest mal probieren sollen. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich hier wirklich mal irgendwie zu Rande komme und zu Potte komme, mit F4, F5. Ja, aber ihr seht, die Stellung ist, glaube ich, durchaus, obwohl sie interessant ist, immer noch irgendwo im Bereich von ausgeglichen. Ich habe Kompensation, aber eben auch nicht mehr. Springer F7 ist vielleicht in der Psychologie ein bisschen begründet, zu sagen, ich decke den D6 jetzt ziemlich zuverlässig und sicher und so weiter. Dafür steht der Springer schlecht oder passiv und der Turm, ja, der F6 ist ein bisschen unbewacht. Und
Hier hatte ich jetzt auch schon wieder die Idee. Ich denke, oh, ich könnte doch jetzt hier F4, F5 spielen. Und mit der gleichen Idee, ja, dass wenn er hier schlägt, dass ich mit Läufer H3 Ideen habe. Was ich leider erst in der Analyse festgestellt habe, und ich habe nämlich B2, B3 gespielt. Ich wollte diesen Läufer hier auf diese Diagonale spielen, zusammen mit dem Springer. Das sieht natürlich gut aus, ne? Keine Frage. Praktisch wäre F4, F5 aber noch deutlich stärker gewesen. Die Idee ist erstmal, grundsätzlich hängt dieser Bauer nämlich gar nicht. Ich schlage hier, ne? Mein Springer D5 ist ja gedeckt vom Läufer und er kann diesen Bauern gar nicht schlagen, wegen dieser Springergabel. Das hatte ich in dem Augenblick völlig nicht auf dem Schirm. Hätte ich mal besser hingucken sollen. Ich dachte mir nur, nach F5 geht vielleicht auch die Dame hier hin. Und wie vertreibe ich die denn jetzt? Mein Läufer hat kein Feld und so weiter. Ja? Und deswegen wollte ich halt hier den Läufer jetzt nach B2 stellen. Und wenn der Läufer jetzt nach B2 könnte, die Dame angreifen könnte, hätte die Dame schon Schwierigkeiten, überhaupt ein Feld zu finden, weil sie nicht nach E8 kann, wegen Springer F6. Ja, also hier F5 wäre schon etwas besser gewesen. Nach B3 gebe ich ihm nämlich nochmal die Gelegenheit, hier auf D5 zu schlagen. Ja, ich habe diese ähnlichen Stellungsbilder wie eben. Ich habe Gegenwerte, ich habe Kompensation, Läuferpaar, Raumvorteil, der Stützpunkt E6. Warte, ich zeige es nochmal. Ja, und jetzt zieht die Dame irgendwie weg. Und ja, ich habe hier das Stützpunktfeld. Die Springer stehen ein bisschen passiv. Der Läufer steht hier sicherlich auf dieser Diagonale sehr, sehr gut. Das sind Kompensationswerte, aber eben auch nicht viel mehr. Nach B3 hat er jetzt aber Turm D nach E8 gespielt und dachte, ja, hier auf E so ein bisschen gegenhalten, ja? Nach dem Motto, der D6 ist gedeckt, den Turm brauche ich da nicht mehr. Aber jetzt habe ich es natürlich auch gesehen und habe mich getraut. Ihr seht, ich habe ja auch weniger Zeit. Da muss man auch mal eine praktische Entscheidung treffen, ja, und dann geht es hier vorwärts, F5 natürlich. Die Idee ist natürlich, F-Linie öffnen, ja, vielleicht auch für den Turm, dass hier der F6 weiter. Und jetzt ist er vor allem immer mit Tempo. Er kann mit der Dame gar nicht so richtig wegziehen, zumindest nicht hierhin. Wegen Springer F6. Und er kann auch nicht nach C8 gehen, weil dann hier die Gabel mal mindestens ist, ja. Und der Läufer steht ja hier auch, dann Hammer. Und schon schwierig. Ja. Und jetzt auf den hier könnte ich tatsächlich Läufer B2 spielen und die Dame hat ein Problem. Die hat nämlich kein Feld. Und ja, deswegen hat er dann hier geschlagen und. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen überlegt, boah, ich hätte, deshalb, wenn man zu viele gute Möglichkeiten hat, ne, dann komme ich in meine Zeitnot. Läufer H3 mit der Idee hier, ist sicherlich schon mal sehr, sehr nett. Ich habe mich dann aber auch für den hier entschieden. Einfach, ja, weil es mit Tempo ist, ich greife den an. Die Dame muss sich auch überlegen, wo geht sie überhaupt hin? Na, sie muss ja auch immer wieder diesen F6 gedeckt halten und im Zweifelsfalle kann ich die jetzt auch mal, wenn ich mal irgendwie einen Abzugsschach habe, dann hängt der B7 hängt hier auf einmal vielleicht mal. Und ich hatte in der Partie, hatte ich mit Dame C8 gerechnet, um den B7 gedeckt zu halten. Ja, und dann hätte ich hier wahrscheinlich die Qualität, ja, ich hätte sie wahrscheinlich genommen. Ja. Ja, ne, ach so, ja, doch, 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 doch. Hier hätte ich sie genommen, genau aus dem Grunde, dass er auch gar nicht richtig zurückschlagen kann. So ist es nämlich genau. Und das hier hängt der Läufer noch zusätzlich dann. Genau. Deswegen war die praktische Entscheidung für ihn hier schon gar nicht so einfach. Er hat dann hier auf F5 geschlagen. Und ich könnte jetzt mit Springer E7 die Dame gabeln. Er müsste dann die Qualität geben. Ja, und dann käme, warte, ich zeige es nochmal. Käme er hier zum Tausch? Ja, also ich stehe
wahrscheinlich immer besser mit dieser Qualität, aber hier finde ich das gar nicht so klar. Der Springer könnte mal aktiv werden. Vielleicht schafft das irgendwann mal hier diesen Springer auch noch irgendwie zu aktivieren. Der Läufer steht zwar gut, aber die Diagonale ist geblockt. Also hier stehe ich wahrscheinlich besser, aber die praktische Komponente war mir hier nicht so klar, vor allem mit dem etwas geschwächten König in Zeitnot spielen zu müssen. Das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich dann auf die pragmatische Art und Weise für zu Turm F1 entschieden, greift die Dame an und ja, die Dame muss ja irgendwo hin und ich kann jetzt hier in Ruhe auf F6 schlagen und kann auf E8 schlagen und habe dann einfach einen Bauern zurückgewonnen, gewinne die Qualität. Mein König, ja, wenn er hier auf G2 schlägt, kann ich hier immer zurückschlagen. Das erschien mir relativ gefahrenfrei und ich kann es zumindest relativ schnell und zügig die nächsten Züge spielen. Deswegen die praktische Entscheidung für Turm F1. Ja, und leicht überraschend, aber auch absolut nicht unberechtigt, dass er hier an dieser Stelle aufgegeben hat. Er steht einfach komplett im Hemd sozusagen. Ne? Maschine will hier schon abgeben, das kommt für einen Menschen vielleicht nicht in Betracht. Ne? Aber so grundsätzlich haben wir ja wieder ähnliche Motive wie eben. Ne? Wegen dieser Gabel, ich schlage hier und kann hier schlagen. Der Läufer kommt hier noch raus. Irgendwie. Also die Komponente ist sicherlich sehr, sehr gut. Hier ist mein König nicht ganz so sich offen, weil die Dame vielleicht nicht ganz so aktiv hier schon irgendwie rumsteht. Ne? Und ich mit meiner Dame vielleicht auch hier irgendwie mal einen Damentausch auf dieser Diagonale anbieten kann. Hätte ich mich wohler gefühlt. Aber hier ist noch alles, also noch kann man spielen. Ne? Aufgabe hat mich etwas überrascht. Nichtsdestotrotz, die ganze Partie über hatte ich einen schönen, leichten, angenehmen Vorteil, obwohl ich den Bauern weniger hatte, wegen dieser Figurenaktivität. Und auch wenn der, naja, der ein oder andere Zug vielleicht nicht super perfekt war, insgesamt fand ich es eine solide Partie, keine Fehler gemacht, ja, und zumindest keine ganz groben. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Partie. Ja, und dafür, dass ich so lange Schnellschach nicht gespielt habe, sowieso allemal. Aber ich versuche das jetzt wieder öfter einzubinden. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, abonniert gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns zur nächsten Partie wieder. Bis dahin. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.